Tag der Entscheidung. Bundesrat hat am 16. Juni 2023 über die Rentenerhöhung entschieden. Er hat zugestimmt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der 1.7.2023 ist ja gar nicht mehr so weit weg. Wir haben heute den 16. Juni 2023. Und wir wissen ja, dass seit April diesen Jahres 2023 die Bundesregierung eine sogenannte Rentenwertanpassungsverordnung auf den Weg gebracht hat. Das heißt also, die Bundesregierung hat für den 1. Juli 2023 die neuen Rentenwerte in West und Ost festgelegt. Und erstaunlicherweise müssen wir uns Gott sei Dank nicht mehr mit mehreren Rentenwerten rumplagen, sondern wir haben nur noch einen einheitlichen Rentenwert, der für Ost und West gilt, 37,60 Euro. Darüber sind wir uns alle schon mal einig und auch glücklich. Aber wie Sie auch wissen oder wie Sie es vielleicht auch nicht wissen, wenn die Bundesregierung eine Verordnung erlässt, kann es manchmal sein, dass noch die Länderkammer zustimmen muss. Die Länderkammer ist der Bundesrat. Und da ist es tatsächlich so, ich zeige Ihnen das mal in den gesetzlichen Verordnungen und Vorschriften. Wir haben hier einen Paragraphen 69 Sozialgesetzbuch Nummer 6. Sozialgesetzbuch Nummer 6, das ist unser gesetzliches Rentenrecht, die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, hier sehen wir es hier oben, Paragraph 69. Und da steht in dem Paragraph 69 Absatz 1 steht Folgendes drin. Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung, und jetzt kommt's, mit Zustimmung des Bundesrates den zum 1. Juli eines Jahres maßgebenden aktuellen Rentenwert und den Ausgleichsbedarf bis zum 30. Juli des jeweiligen Jahres zu bestimmen. Also in dieser Vorschrift steht ganz klar drin, dass die Bundesregierung als allererstes Mal über die Rentenwerte in eigener Zuständigkeit bestimmen kann. Sie kann durch Rechtsverordnung diese Rentenwerte festlegen. Sie muss deshalb also nicht den Bundestag auch noch um Erlaubnis fragen. Aber die Bundesregierung braucht die Zustimmung des Bundesrates. Und wenn der Bundesrat nicht zustimmt, meine Damen und Herren, dann gibt es eben keine Rentenerhöhung. Aber sowas hat es ja in Deutschland bekanntermaßen noch nie gegeben. Das wäre ja auch ein dickes Ding, wenn die Länderkammer hier nicht der Rentenerhöhung zum 1.7.2023 zustimmen würde. Hat sie aber gemacht. Und ich zeige Ihnen jetzt auch mal, wo wir das genau finden. Und zwar hat der Bundesrat auch eine Tagesordnung, und die Tagesordnung ist in der heutigen 1034. Sitzung des Bundesrates mit Beginn ab 11 Uhr auf der Internetseite vom Bundesrat abgebildet. Und wir haben hier verschiedene Tagesordnungspunkte und unter anderem auch den Tagesordnungspunkt 26. Also ich habe das hier mal so ein bisschen eingekreist, und dort geht es um die Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Bestimmung weiterer Werte. So, und diese vom Bundesrat erfasste Verordnung unter der Drucksache 181 aus 23 war also sozusagen heute Gegenstand der Beratungen. Alles das, was da drinnen steht, wurde sozusagen durchgewunken. Sie sehen auch die vielen Tagesordnungspunkte. Also der Bundesrat hat heute am 16. Juni ein ganz schönes Paket abzuarbeiten. Das ist nun mal Aufgabe der Länderkammer. Also, frohe Botschaft an Sie alle. Erstens, zum 1.7.2023 kommt die Rentenerhöhung. Das ist schon mal klar. Wir in der Rentenberatung rentenbescheid24.de erleben das jetzt schon jeden Tag. Seit ungefähr 2 Wochen bekommen wir für die meisten Neurentner, nicht Bestandsrentner, schon die neuen Rentenbescheide, deren Renten zum Beispiel auch schon vor dem 1. Juli begonnen haben, aber dann halt eben auch nachfolgend zum 1. Juli mit den neuen Rentenwerten berechnet worden sind. Da gucken wir einfach rein und sehen, aha, 37,60 € ist der aktuelle Rentenwert ab 1.7.2023 für Ost und West gleichsam, und dann stimmt das meistens alles. Das ist das eine. Und zum anderen,
Welche Altersrenten werden nochmal angepasst? Also, welche Renten werden nochmal angepasst? Das sind die gesetzlichen Altersrenten, das sind die gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten, das sind die gesetzlichen hinterbliebenen Renten, das sind die gesetzlichen verletzten Renten oder Unfallrenten genannt, aber auch gleichsam die Renten der Landwirte werden angepasst. Nicht zu vergessen, zum 1.7. werden selbstverständlich auch die Einkommensfreibeträge Ost und West angepasst. Und hier haben wir auch, wen wundert es? Hoffentlich nicht. Nur noch einen einheitlichen Freibetrag, der liegt bei rund 992 Euro, ganz genau 992,64 Euro. Sie errechnen diesen Freibetrag relativ einfach, indem Sie das 26,4-fache mal 37,60 berechnen, Taschenrechner in die Hand nehmen und dann haben Sie den Einkommensfreibetrag, der nunmehr gleichsam für Ost und West gilt. Das heißt also, unsere Rentner, die aus dem Westen in den Osten ziehen wollen, müssen sich gar keinen Kopf mehr machen. Wenn Sie da eine Witwen- oder Witwerrente haben, gibt es sozusagen keine anderen Freibetragsanrechnungen mehr. Bitte aber auch nicht vergessen, noch der Kindererziehungs- oder der Kindererziehungseinkommensfreibetrag, der wird natürlich auch zum 1.7.2023 angepasst. Ja, meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post vom Rentenservice der gesetzlichen Rentenversicherung, Sie nehmen ja die Aufgaben nun wahr. Jetzt haben Sie das große Glück, dass ab 16. Juni, also ab heute sozusagen, der Bundesrat entschieden hat. Und jetzt können Sie die Drucker einschalten und rund 20 oder 25 Millionen Rentenbescheide rausschicken. Die ganze Aktion soll ja laut Aussagen der Deutschen Rentenversicherung bis zum 26. Juli 2023 dauern. Also, ich sage jetzt schon mal Daumen hoch, wir haben es geschafft. Jetzt muss nur noch der Bundespräsident seine Unterschrift darunter machen, unter dieses Gesetzespaket oder Verordnungspaket, Entschuldigung. Und dann muss es nur noch im Bundesanzeiger verkündet werden und dann ist die Sache geritzt. Also, es geht los. Wir freuen uns zum 1.7. Die Rentenerhöhung 2023 startet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.